So, ahoi meine lieben Sidcast hier, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Röcki. Und leider war der letzte Speicherpunkt offensichtlich da beim Bild. Nee, warte mal, den habe ich da gestern nochmal, ich bin nochmal schnell zurückgeradelt, um deinen Speicherpunkt zu haben, ne? Genau, so. Ich wollte einfach nur einen Speicherpunkt haben. So war das. Okay. Ja. So, da musste ich kurz nachgucken. Mit drei Strohhalmen können wir hier eine Brücke bauen. Jetzt gucken wir mal, was hier blinkt. Jawohl. Das nächste Bild. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Und diesmal gleich genau gucken und alles mitnehmen. Ich glaube, das war mein erster Angelausflug mit Papa. Er konnte nicht glauben, dass ich etwas gefangen habe. Und er nicht. Was war das denn? Gerade ein Leck bei dem Spiel? Muss ich verarschen? Oh, Papa. Tüt. Okay. Das ist ein toller See. Wir haben schon viel zu lange nichts mehr zusammen unternommen. Papa. Ich werde dich und Lars finden, damit wir nächsten Sommer zusammen angeln können. Gute Idee. So, dann schauen wir mal. Wir haben dort eine Kiste. Papas Angelkasten? Er hat ihn immer abgeschlossen. Ach du je. Mal sehen, ob ich den Code knacken kann. Wo haben wir Zahlen? Warte mal, in dem anderen Bild ist der Kasten offen. Moment. Da können wir den vielleicht gucken. Da ist ja das Schloss dann richtig eingestellt. So, habe ich hier noch irgendwas, was blinkt? Geh mal weg hier. So, der Koffer blinkt. Und die Kamera. Mit der Kamera komme ich wieder raus. Gut, okay, dann fahren wir mal zum anderen Bild und schauen. Zum offenen Kasten. So, das war hier drüben. So. War das das? Ja. Und auf ein neues. Okay. So, dann gehen wir hier hin. Papas Angelkasten. Und diesmal ist er nicht abgeschlossen. Und wir sehen bloß die Hälfte. Verdammt. 0,5. Das schreibe ich mir sicherheitshalber auf. 2 fehlen. Na gut, dann haben wir erstmal nur noch 100 Möglichkeiten. Wo haben wir noch Zahlen? Haben wir noch Zahlen? Übrigens hier fällt mir gerade auf, da die Mama trägt da dieses Herzamulett, ne? Was da die andere Hand bewacht. Hier noch irgendwelche Zahlen. Vielleicht noch in... Na klar, warte mal, am Kalender. In den Kalender. Kalender, oder? Das war ein richtiger Kalender. Da war auf jeden Fall die Kerze, so ein Kuchen mit 3 Kerzen eingezeichnet. Moment. Hä? Noch einen da? Doch, da stehen Zahlen dran. Würde ich mal sagen. Okay, dann versuchen wir es mal. 17.05. Ich finde doch schön dieses Aufziehgeräusch. Das ist so typisch Einwegkamera.
Okay. So, dann mal los. Zack, hier rüber. Aber was kriegen wir dann in dem Angelkoffer? Da können wir bloß einen Haken mitnehmen, den wir sonst aus dem offenen Koffer doch sowieso hätten mitnehmen können, oder? Quatsch. Na los. Jawohl. Das war der richtige Code, mein Geburtsdatum. Ach, 17. Mai. Papa. Oh, Papa, ich vermisse dich. So, und jetzt haben wir den Koffer offen und wir bekommen einer von Papas alten Angelhaken. Autsch, er ist scharf. Na toll, und den konnten wir nicht aus dem schon offenen Koffer nehmen. Es ist ein Traum, es ist wirklich ein Traum hier. So, blinkt jetzt hier irgendwas anderes noch? Die Kamera? Ich sehe nicht mehr hier blinken. So, wieder raus hier. Da müssen wir das... Wo haben wir das Seil? Ach, damit haben wir ja hier die Dinger zusammengebunden. Ich wollte eigentlich so einen Haken an das Seil machen und das irgendwie als Angelschnur. Na gut, dann schauen wir mal, wofür der Haken gut ist. Können wir hier den Ding, Keks, können wir auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Dann ist die Hand zwar sauer auf uns, aber wir müssen ja erstmal nicht mehr zum Bild hin. Wir können mal gucken, können wir den Haken hier mit irgendwas verwenden? Nein. Aber wir haben den Keks auf jeden Fall erstmal mitgenommen. So, und eigentlich haben wir jetzt bloß noch da das Geröll oder da das na los, wir fahren erstmal hier Richtung Medaillon und schauen mal, ob wir hier mit dem Haken irgendwas gelöst kriegen. So, schauen wir mal, wir machen mal den Haken hier ran. Ich komme von hier unten nicht heran. Versuchen das mal der andere Seite. Gehen wir hier mal hin. Ich frage mich, was da drüben vor sich geht. Können wir hier den Haken drauf verwenden? Na toll. Als Leiter. Oh, die perfekte Größe. Jawohl. So, und jetzt? Kommen wir von hier aus mit dem Haken ran? Hände weg. Aua! Es hat funktioniert! Ja! Oh, wir haben das Medaillon befreit. Schön. Dann hier wieder runter. So, dann können wir jetzt hier wieder das Medaillon einsammeln. Und dann kommen wir hier hoffentlich bald wieder raus aus diesem Erinnerungswirrwarr. Endlich. Ich frage mich, welche Geheimnisse sich in dir verbergen. Okay, wir sind jetzt wieder am Haus. Wieder hier? Warum? Was hat es mit diesem Tag auf sich? Oh nein, ich will mich nicht erinnern. Okay, warum? Was hat es denn mit diesem Tag auf sich? Okay, unser Spiegelbild da am Brunnen blinkt. Und mehr sehe ich erstmal nicht. Hier? Papa? Nee, da ist nichts.
Wieso habe ich hier heute Lex bei dem Spiel? Voll komisch. Ah, vielleicht macht er im Hintergrund wieder ein Windows-Update. Weiß man ja nie so genau. Das bin ich. Ich leere die Schachtel aus. Alle Sachen von Mama. Sie hat sie selber in den Brunnen geworfen? Aber es war Papa. Nee, Papa hat das alles da runtergeworfen, ne? Nein. Nein, er war es nicht. Jetzt erinnere ich mich. Ich war es. Ich war einfach so wütend. Er wollte sie mir geben und ich habe gesagt, dass ich sie hasse. Papa hat die ganze Zeit über zugelassen, dass ich ihm die Schuld gebe. Warum hat er das getan? Papa! Papa, es tut mir so leid. Wie soll ich dir das nur sagen? Was, wenn ich dich nie wiedersehe? Bitte, du musst in Ordnung sein. Du musst in Ordnung sein. Meine Güte, das ist ja richtig. Wow. Richtig. So. Mir fehlt das Wort dafür. Oh, ich bin zurück. Sieh nur, er verschwindet. Ich glaube, du bist geheilt. Oh, tatsächlich. Hast du mich befreit, Mädchen? Ich habe auch den Natama-Parasiten befreit. Ich glaube, ich werde ihn behalten. Na gut, ich möchte dieses Ding nie wiedersehen. Ich bin schwach. Der Natama hat mir schreckliche Dinge gezeigt. Mir auch. Diese Vision war schlimmer als die letzte. Du hast dich deinen innersten Ängsten schon mehrmals gestellt und bist immer zurückgekehrt? Du bist unerschütterlich, Mädchen. Sogar unerschütterlicher als ich. Ich hätte mich nicht selbst befreien können. Ich schulde dir etwas für deine Güte. Gut, denn ich bin hierher gekommen, um dich um Hilfe zu bitten. Mein kleiner Bruder Lars, er wurde von einem Monster entführt. Es ist durch ein Portal gekommen. Dein Bruder, der Bär, hat gesagt, dass eine Kreatur des Chaos dort gewesen ist. Er hat mir versprochen, mir zu helfen, wenn du mir ebenfalls hilfst. Eine Kreatur des Chaos? Ha, er ist immer noch so stolz. Diese Kreatur ist unsere Schwester. Was? Deine Schwester hat Lars entführt? Sie muss stark sein, wenn sie das Portal öffnen kann. Anscheinend war ihre Verbannung nicht Strafe genug. Was hat sie getan? Sie hat ein Kind. Hä? Ihr habt sie verbannt, weil sie eine Mutter ist? Wir haben sie verbannt, weil sie einen Menschen begehrt hat. Weil sie ein menschliches Leben führen und ein menschliches Kind haben wollte. Aber es war kein Mensch, es war abscheulich, ein Monster. Oh. Sie ist davongelaufen und hat uns angefleht, es zu einem Menschen zu machen. Doch wir wollten und konnten ihr nicht helfen. Lars. Was will sie mit Lars und all den anderen Kindern? So verrückt wäre sie nicht. Es würde nicht funktionieren. Was würde nicht funktionieren? Ihr Kind mit Hilfe einer Essenz eines Menschen menschlich aussehen zu lassen. Dunkle, böse Magie. Dazu bräuchte sie ein Kind, das mit der Magie des Waldes in Berührung gekommen ist. Aber Lars konnte schon immer Dinge sehen. Trolle, Kreaturen des Waldes. Ich habe ihm nie geglaubt. Dann schwebt er in großer Gefahr. Ich gebe dir mein Wort, dass ich dir helfen werde, Tove. Finde meinen Bruder, den Hirsch. Er ist weise und wird wissen, was zu tun ist. Das werde ich. Danke, danke. Ich bin bald bei dir, Lars. Halte durch. Na super. Na, herzlichen Glückwunsch hier. Ach, Alter. Es ist ein Traum hier. So, was macht man jetzt vor lauter Schreck? Wo ist mein Aufgabenzettel?
Wir brauchen einen Widderschädel, den haben wir. Wir brauchen zwei Natama-Parasiten, haben wir auch. Aber wir haben noch Haare einer bärtigen Kroke. Aber die Kroke war ja nicht mehr da. Ja, was machen wir jetzt vor lauter Schreck? Warte mal, können wir mit ihr nochmal reden hier? Nee. Ist nicht mehr. Gut. Können wir mit dem Horn hier noch was machen? Nein. So, wir können bloß hier den Weg wieder runterlaufen. Ja, jetzt sag mal an hier, wo geht's jetzt weiter? Das wäre geschafft. Ich hoffe, wir sehen uns bald, große Wildin. Wir haben das Journal. Jötunuls Gipfel. Ich habe eine Wölfin, sie ist riesig, muss Wächterin sein. Sieht aus, als würde von irgendwas im Müsse einen Weg finden. Neuigkeiten. Ich habe die Wolfswächterin von dem Natama-Parasiten befreit. Dann hat sie mir erzählt, dass sie sich vor langer Zeit irgendetwas Schreckliches mit der verlorenen Schwester der Wächterin zugetragen hat. Und dass sie diejenige ist, die Lars entführt hat. Der Parasit hat mir eine Art Vision verschafft. Ich habe mich selbst gesehen, aber ich war wieder klein und hatte Mamas Sachen. Ich dachte immer, dass Papa sie weggeworfen hatte. Papa, es tut mir so leid. So. Was haben wir denn noch hier? Wir gehen erstmal raus. Lass uns mal ins Inventar gucken. Wir haben hier noch ein Glas. Wir haben zwei Frösche, wir haben diese Parasiten. Wir haben hier noch einen Krabbenkäfig, ne? Oder einen Hummerfangkorb. Wir haben hier noch eine Schaufel, den Widder und ein Messer. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir jetzt weitermachen können. Wir brauchen Haare einer bärtigen Kroke. Die jetzt wieder da ist. Wir können ja erstmal hier zu dem Baum gehen, der mit uns redet. Vielleicht hilft das ja. Warte mal. Oh. 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 Die Krankheit hat sich so weit ausgebreitet. Wie ist das möglich? Sie muss sich über die Wurzeln ausbreiten. Ach du Scheiße. Das ist ja gar nicht gut. Okay, hier ist doch alles in Ordnung. Tove, wir sind froh, dich zu sehen. Hey, Sehende. Du warst tief im Wald, das sehen wir. Wow. Ich habe sowohl dem Bärenwächter als auch der Wolfwächterin geholfen. Sie sagen, sie würden helfen, wenn ich auch ihren Bruder dazu bewegen könnte. Du hast sie aus mehr als nur ihrem Schlaf geweckt. Du hast ihr ihr Vertrauen verdient und sie daran erinnert, wer sie wirklich sind. Ihr meint, das würde dem Wald vielleicht helfen? Genauso wie dir und deinem Bruder, hoffen wir. Du musst Jötunjord, den Hirsch, suchen. Wie ist er denn so? Er bewacht das Wachstum des Sommers und hält die Kälte von Utangard in Schach. Weiß ist da der Wächter. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich hoffe, er hält es für das Richtige, mir zu helfen. Wir hoffen, dass er Weisheit in dir sieht. Danke, Sehende. Ja, wow, das hilft mir jetzt aber nicht so recht weiter. Wir könnten ja mal in die Karte gucken. Mal schauen hier, was haben wir denn? Da oben ist noch einer, aber da brauche ich erst diese blöde Maske. So, und dazu brauche ich aber Haare vom Kroke, dem ich irgendwie was helfen sollte, oder? Warte mal, ich kann ja hier nochmal kurz nachlesen. Haare der bärtigen Kroke. Wo finde ich die denn? Katze waren wir. Tja. Hilft nicht. Wir müssen halt. Ach, naja, gut, dann rennen wir da schnell mal so rüber. Also, ich würde jetzt einmal. Da, wo wir die erste Kroke gefunden haben. Vielleicht ist die da ja irgendwo. Guck mal, da ist doch noch dieses Kroke-Zimmer. Halt, da. Oh, hier sind sie auch schon.
Hier ist nichts. Hier kann ich aber auch nichts mehr machen, ne? Nee. Jetzt Haare einer bärtigen Gruppe. Wofür brauche ich die wenigen Frösche? Überfragen. Vielleicht ist damit auch die Katze gemeint? Kann ich der vielleicht ein bisschen was vom Fell klauen? Was wächst denn hier raus? Nichts. Kann ich nichts mitmachen. Können wir nochmal zur Katze gucken? Hier diese Lumpen, oder was das war? Daran werde ich jetzt lieber nicht denken. Wie geht's dir, Katze? Die Katze macht nichts. Habe ich direkt bei diesem komischen Pilzlevel was übersehen? Übersehen ist ja meine Stärke, ne? Wie wir in der letzten Folge gesehen haben. Was ist denn das hier? Ja, das sind aber bloß die Pflanzen, ja? Aha. Und wenn wir jetzt eben mal hier sind, können wir hier nochmal kurz gucken. Gibt es hier irgendwas? Bist du eine bärtige Kroke? Hey, Kleine! Oh, hey, Treuhulde! Okay. Nicht wirklich? Da unten an dem See. Warte mal, vielleicht kann ich da diesen komischen Krabbenkorb benutzen. Das können wir mal probieren. Hier unten war sonst noch gar nichts, oder? Außer, dass ich hier irgend so ein Ding eingesammelt habe, war hier nichts. Guck mal, kann man den da reinwerfen? Nein. Die Frösche hatte ich probiert, ne? Nee, die wollen da auch nicht rein. Warte mal, vielleicht kann ich die Frösche da in den Tümpel setzen. Ach, die Zeit. Ah, wir haben die Folge ist schon wieder rum. Leute, das müssen wir dann in der nächsten Folge ausprobieren. Wie's Alter, hier sind hier überall. Das ist ja furchtbar. Hier noch mal schnell weiter. Hier blinkt nichts. Hier geht es ja auch zum Hirsch. Ne, da sieht man ja auch diese Hirschstatue. Also wir müssen hier schon weiter. Das ist schon der richtige Weg. So. Hier unten war da auch noch irgendwas, oder nicht? Guck mal, da sitzt auch so ein durchlustiger Frosch. Hey, Kleiner, lebst du hier? In der Tat, jeder... Warte mal, vielleicht ist mit Kroke auch ein Krokeling gemeint. Jeder Krokeling braucht seinen eigenen Teich. Das ist mein Recht, ich werde nicht zurückgehen. Nicht zurück? Ja, das verstehe ich nicht. Ich wollte bloß fragen, ob hier irgendwelche Jötner in der Nähe sind. Jötner? Darüber weiß ich leider nichts. Bitte lass mich in Ruhe. Hatte ich hier schon... Boah, ich kann nicht anders. Komm, ich versuch's mal. Nein, das ist nicht. Ist hier noch irgendwo so ein Teich, wo ich die anderen vielleicht einsetzen kann?
Jeder braucht seinen Teich. Kann ich denn... Ah, der hier, guck mal, der hat doch Frisur. Warum kann ich dem nicht die... Kann ich dem Haare abschneiden? Ich wollte ihn nicht erdolchen, ich wollte ihm seine Frisur kürzen. Ach, siehst du, hier hat noch einen Schnellreisepunkt gehabt, genau. Und hier ist auch noch ein Tor, aber auch das verschließt sich immer wieder. Es gibt keinen Weg auf die anderen Seite und ich werde sicher nicht in diesem Zeug schwimmen. Ich muss auf die andere Seite, aber es gibt sicher einen nicht so schleimigen Weg. Kann man den mit dem Dings fangen? Ha! Es tut mir leid, aber so ist es am besten. Deine Mama will dich sehen. Und du wirst vielleicht nicht immer die Möglichkeit haben, sie zu besuchen. Ah! Bitte sei nicht wütend. Nur, dass du es weißt. Ich werde so schnell wie möglich wieder gehen. Ich habe den Frosch gefangen. Jetzt habe ich 3 Frösche, aber wofür? Das sehen wir in der nächsten Folge. Leute, wir müssen die Folge beenden. Wir haben schon wieder überzogen. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.